Wir machen wieder mal Softwaretechnik. Und erstmal finde ich es schön, dass doch einige gekommen sind, trotz Brückentag. Ich hatte schon befürchtet, wir sind hier heute irgendwie zu zehnt, uns beide eingeschlossen. Aber da ja doch einige da sind, lohnt es sich ja sogar heute hier eine Übung zu machen. Wahrscheinlich wollen sie einfach alle wissen, was denn überhaupt bei den Übungsaufgaben zu tun war. Bevor sie das erfahren, gibt es. Wo ist denn der Präsenter. Presenter? Hier. Bevor Sie das erfahren, gibt es wieder mal eine kleine Softwarepanne für Sie, die wir für Sie mal eingesammelt haben, inzwischen schon vor einigen Jahren. Ist nicht mehr so taufrisch wie die letztes Mal. Nichtsdestotrotz interessant. Und deshalb gleich mal Frage vorneweg, ist ein Arzt anwesend? Herr Hai fühlt sich nicht wohl, deshalb frage ich. Nein, Scherz. Geht heute um was Medizinisches, vielleicht ein Arztsohn, Arzttochter? Können sich ruhig trauen. Nein, okay, traut sich keiner. Gut, dann ist es für Sie alle was Neues. Ansonsten hätte es sein können, dass Sie davon schon mal was gehört haben. Es geht heute um ein medizinisches Gerät, das wir Ihnen zeigen werden. Und wir fangen mal an mit dem Werbevideo, was damals für viel, viel Geld für Ja. dieses medizinische Gerät erstellt wurde. Also auch auf dem Sektor kann man viel Geld verdienen und wenn man viel Geld verdienen kann, dann muss man ja auch irgendjemanden finden, der das Geld auch ausgeben möchte und damit man die Leute findet, macht man ein schönes Werbevideo. Es geht um ein Gerät, um ein Multifunktionsgerät, das sieht man häufiger mal, das steht neben Krankenhausbetten und das misst Körperfunktionen zum Beispiel, Puls und so weiter und so fort, kann aber auch beatmen. Und dieses spezielle Gerät kann noch viel mehr. Das kann zum Beispiel auch in der Anästhesie eingesetzt werden. Das heißt, da wird der Anästhesist etwas entlastet, muss sich nicht darum kümmern, dass die richtige Dosis an Schmerzmittel, Narkosemittel, was auch immer verabreicht wird, sondern das übernimmt dieses form- und farbschöne Gerät. Man achte bitte auf das schöne Design und natürlich auch auf die schönen, tollen Lichter. Da wird hier auch in dem Video ganz viel Wert drauf gelegt. Es leuchtet alles und ist hübsch. Sie sehen, da ist eine kleine Pumpe dabei für die Beatmung, wie ich schon gesagt habe. Und das Gerät wird nicht nur neben Krankenhausbetten gestellt, um da die Leute zu überwachen, sondern das wird auch tatsächlich in OPs eingesetzt. Also das steht dann nebendran bei einem chirurgischen Eingriff zum Beispiel und überwacht auch die Anästhesie in dem Fall. Und es kommt gleich ein besonders schöner Teil in diesem Video. Lass mal noch ein Stück weiterlaufen. Aber diese tollen Lichter, oder? Wer findet die Lichter noch so toll wie ich? Sieht so schön aus. Ja, auch dieses schöne Design. Und jetzt kommt der schöne Part, bitte Pause. Ah, ein Stück zurück, bitte. Herr Projektionsassistent. Ja, Herr Moment. Ja, Projektionsassistent, ja, das war ja. jetzt nicht gut. Ruhig. Ja, genau. Nein, ein Stück weiter, ein Stück weiter. Nein, ein Stück weiter. Ja, introducing. Das ist der Name. Das soll jetzt hier nicht stehen bleiben. Das vielleicht? Nein, noch ein Ja. Stück weiter. So. Den Teil, den hätte ich gerne. We focused on everything. Ja? Also da hat man wirklich an alles gedacht. Kein Fehler gemacht. Total fokussiert. Perfektes Gerät entwickelt. Die Wahrheit sieht leider ein bisschen anders aus. Willst du noch weiter gucken? Nee, weitergucken brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Key Message, die haben wir mitgenommen. We focused on everything. Wer hat denn noch Windows 95, 98 benutzt? Ja, ein paar. Immer mehr als Ärzte anwesend sind. Sehr gut. Dann kennen Sie ja wahrscheinlich alle noch den berühmten Bluescreen. Kommt ja heutzutage quasi nicht mehr vor. Sehr vereinzelt. Quasi. Ein Gerät, was aufhört zu arbeiten. Und ganz so schlimm war es bei dem Gerät nicht, aber es ist etwas Ähnliches passiert. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn so passieren kann. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung dieses tollen Gerätes. Archon heißt es. Ist wie gesagt da für Beatmung, Verabreichung von Stickstoffmonoxid und so weiter und so fort. Wird auch während chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Und es gab eine tolle Werbung dazu, die haben Sie gerade gesehen. Das war 2011, 2014 kam dann eine Rückrufaktion und eine offizielle Warnung von der FDA. Das ist Organisationen in den USA, die sich um medizinische Geräte und
Lebensmittelüberwachung und sowas kümmert und die hat dann offiziell zurückgerufen. Und das Problem war, dass diese Beatmungsfunktion, Sie haben die Pumpe gesehen zwischendrin, die ist ausgefallen. Und das sporadisch, aber auch reproduzierbar, wie wir gleich sehen werden. Und es gab teilweise sogar vollständige Systemausfälle. Und jetzt überlegt man sich, woran kann das liegen bei so einem hochentwickelten Automaten? Wer meint, dass das was ist, was physisch kaputt gegangen ist? Ja, sehr schön. Keiner fällt auf die Fangfrage rein. Genau, natürlich ist es ein Softwarefehler. Ja, ganz klar. Deshalb erzählen wir Ihnen das hier. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Das ist die offizielle FDA-Mitteilung. Und ich habe mal so ein bisschen markiert, was das Wichtige daraus ist. This software issue may cause the system to stop working and require manual ventilation of patients. Was okay ist, solange man tatsächlich in einem OP ist, wenn der Patient unbeaufsichtigt ist und es ja, tut halt nichts mehr mit der Beatmung, ist halt blöd. Und jetzt kommt der spaßige Teil. In addition, if a cell phone or other USB device is plugged into one of the four USB ports for charging, this may also cause the system to stop working. Ja. Also, was ist passiert? Sobald man dort ein USB-Gerät an einen der vier USB-Ladeports, die glaube ich sogar auch beworben werden in dem Werbevideo, wir haben es bloß nicht gesehen, anschließt, dann hört das System einfach auf zu arbeiten. Das heißt also, wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, warum soll ich denn jetzt eigentlich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dort mein Handy ausschalten, dann könnte das vielleicht einer der Gründe sein. Naja, du kannst es aber auch ausgeschaltet an einen USB-Port hängen. Das geht natürlich auch. Man kann es natürlich auch ausgeschaltet an einen USB-Port hängen, aber man kommt vielleicht nicht so in Versuchung, wenn man nicht ständig sieht, dass der Akku gleich leer ist. So, nochmal kurz zurück. Das heißt also, wenn Sie Software bauen, dann bitte an alles denken. Focus on everything. Das Video hat es richtig vorgemacht an sich, aber die Umsetzung, die war halt irgendwie, sagen wir mal, nicht so ganz durchdacht. Gut, so viel Quatsch zum Anfang. Jetzt fangen wir an mit dem Eigentlichen. Und naja, ich sag's mal so, wir haben das Video und diese Softwarepanne nicht ganz zufällig ausgewählt, sondern wir haben das deshalb ausgewählt, weil es ja bei uns auf dem Übungsblatt dieses Mal auch um Plugins ging. Ja, und ob ich jetzt so ein USB-Plugin habe oder auch so ein Software-Plugin, ist ja quasi das Gleiche. Daher die Auswahl. Das war jetzt die wunderschöne Überleitung zum Übungsblatt. Ehrlich? Zur Aufgabe 1. Wir wollen Plugins bauen. Und dafür wollten wir vor allem erstmal unser wunderschönes JMJRST pluginfähig machen. Was wir Ihnen damit zeigen wollten, war im Wesentlichen, naja, selbst wenn ich als Software irgendwo habe und mit der arbeiten muss, mit der kämpfen muss, kann ich relativ gut und einfach diese Software erweiterbar machen, ohne mich jetzt tatsächlich groß mit den Interna der Software beschäftigen zu müssen. So ein bisschen muss man natürlich reinschauen, das werden Sie gesehen haben, wenn man das tun möchte, wenn man tatsächlich zu JMJRST Dinge hinzufügen möchte, wenn man da Plugins reinbasteln können möchte, muss man sich ein wenig damit beschäftigen, aber es ist doch relativ schmerzfrei, weil in die Tiefen von JMJRST muss man zum Glück dafür nicht rein. Gut, was sollten Sie machen bei der Aufgabe 1? Naja, erstmal sollten Sie sich ein bisschen damit beschäftigen, wie das denn eigentlich überhaupt funktioniert in Java mit Plugins, wie man da überhaupt Plugins bauen kann. Dann haben wir Ihnen eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die Sie in JMJRST einfügen sollten. Und an der Stelle steigen wir jetzt ein. Das war nämlich das Erste, was Sie dann tun sollten. Und zwar die Klasse JMJRST Plugins. Gar nicht, das ist der Plugin-Manager, der hier erweitert wird. Das ist schon die Aufgabe D, wunderbar. Die sollte erweitert werden, und zwar so, dass die Plugins entsprechend ausgelesen werden. Was Sie hier sehen an Code, ist genau das, was Sie an Aufgabenteil A und B wunderbar aus dem Internet, aus einer Beschreibungsseite sich hätten anlesen können. Das ist nicht so furchtbar schwierig, was da passiert. Wir haben hier diesen Service-Loader, der sorgt dafür, dass alle Implementierung von JMJRST-Plugin, die Schnittstelle war vorgegeben, lädt und mit denen dann weiterarbeitet. Die werden in eine Liste eingefügt, alle Klassen, die JMJRST-Plugin implementieren, und dann kann man mit denen arbeiten. Man kann sie zum Beispiel zu Plugins hinzufügen, wenn ich dort
die geladen habe. Und dann muss ich sie laut Aufgabenstellung noch sortieren, das sehen wir gleich. Dafür musste man DameJRST Plugin anschauen. Das sollten sie ja auch implementieren. Das war die abstrakte Methode, abstrakte Klasse, die wir ihnen vorgegeben hatten. Und dort mussten sie Dinge erweitern, hinzufügen. Sie mussten die Compare-To implementieren. Und das war dieses Mal besonders einfach. Unsere Aufgabenstellung verlangte lediglich, dass Plugins gemäß ihres Klassennamens sortiert werden können sollten. Das heißt, man implementiert Comparable und wird dann dazu gezwungen, Compare-To zu implementieren. Und in dem Fall ist es besonders einfach. Man nimmt einfach den einen Klassennamen, man nimmt den anderen Klassennamen und vergleicht die miteinander auf String-Ebene und gibt das Ergebnis zurück. Damit ist man schon fertig mit dem Sortieren. So einfach war das bis dahin. Gibt es trotzdem Fragen bis hierher? Ich denke, das war bis dahin sehr machbar. Den Code, den Sie da unten sehen, keine Angst, den mussten Sie nicht implementieren. Ich habe Ihnen dann nur mögliche Implementierung für die Hashcode-Methode und für die Equals-Methode mal aufgelegt. Die Frage ist, warum mache ich das? Das mache ich deshalb, weil die Empfehlung ist, wenn man Compare-To implementiert, dass man dann auch Hashcode und Equals implementiert. Das steht im Java-Doc zu Comparable. Dort steht wortwörtlich, it is strongly recommended, though not required, that natural orderings be consistent with equals. Und dann müssen wir wiederum, wenn wir equals implementieren, dann müssen wir auch Hashcode implementieren. Das heißt also, wenn Sie mal wieder in die Verlegenheit kommen, irgendwie Dinge miteinander zu vergleichen, dann implementieren Sie nicht nur diese Vergleichsmethode, sondern versuchen Sie auch eine sinnvolle Hashcode-Implementierung und Equals-Implementierung zu überlegen. Dann kommen Sie da nicht irgendwie in Probleme. Gut, was war dann als nächstes? Ach ja, wunderbar. Das Menü erweitern von JameJRST war die nächste Aufgabe. Das heißt, wir haben jetzt unsere Plugins geladen, aber die möchten wir ja auch irgendwie anzeigen können in JameJRST. Und was wir dazu machen müssen, ist einen neuen Menüpunkt in der grafischen Benutzeroberfläche von JameJRST hinzufügen. Und das macht man mit diesem einfachen Aufruf. Man kann das natürlich auch in der Art und Weise machen, wie das JameJRST macht. So schön ungekapselt, nicht wiederverwendbar, einfach nur ja, als großen Code-Blob möchte ich das mal nennen. Wir benutzen dafür eine Methode, die im Grunde die Erstellung, die hier unten jetzt kommt, noch bei JameJRST für die einzelnen Menüs, wegkapselt. Und diese Methode heißt bei uns create-svt1-plugin-menu und zeige ich Ihnen jetzt, wie es funktioniert. Naja, es gibt so ein bisschen Boilerplate vorher drumherum. Wir müssen halt ein neues Menü anlegen, Plugins, das war gefordert. So sollte das heißen. Das steht, denke ich, auch genauso auf dem Übungsblatt. Dann muss man ein Untermenü hinzufügen, weil die Aufgabe, was im Grunde unter diesem Menüpunkt Plugins dann nochmal Plugins hinzufügen anbietet. Und dann muss man eben die Plugins nehmen, die man vorher sich über den Plugin-Manager geladen hat und dann halt eben entsprechend einfügen. Und die Bonusaufgabe, das ist das, was hier unten noch kurz steht, war dann eben noch anzuzeigen, dass es nichts zu laden gibt, falls wir dann keine Plugins gefunden haben. Gut. So sieht es aus. Wir bauen einen neuen Menüpunkt pro Plugin. Einen zum Starten und dann noch einen zum Konfigurieren. Beim Starten haben wir das so gebaut, dass wir hier Spring angeben, Plugin starten mit diesem $S. Das führt dazu, dass wir dort den richtigen Namen des jeweiligen Plugins jeweils einfügen. Da ist zum Beispiel für das Plugin, was wir dann Aufgabe B erstellt haben, das Phasen-Plugin, würde dann hier Plugin Phasen starten stehen. Genau. Was ist hier noch wichtig auf der Folie? Genau, konfigurierbar. Es war angegeben, wenn etwas zu konfigurieren ist, dann soll man das tun. Dann soll auch dafür ein neuer Menüeintrag erstellt werden. Wenn nicht, naja, logischerweise überspringen wir den Punkt. Das ist das, was hier passiert. Der Menüpunkt für das eigentliche Konfigurieren sieht dann im Wesentlichen wieder genauso aus wie oben für das Starten. So. Dazu Fragen bisher? Ja, ich hätte eine. Herr Weigelt, was machen denn diese komischen Pfeile? Das ist,
warte mal, fragen wir doch einfach mal ins Auditorium. Wer möchte das denn mal erklären? Was machen die Pfeile seit Java 8? Jemand, der gut Java kann. Die Schnittstelle Action Listener hat genau eine nicht implementierte Methode oder eine, die man implementieren müsste. Das nennt man ein sogenanntes funktionales Interface. Und das führt dazu, dass man das mit einer Kurzschreibweise quasi implementieren kann. Wer schon mal zum Beispiel so eine Run-Methode implementiert hat, man kann das als anonyme Klasse, konnte man das machen bis Java 8, dann sagt man im Grunde ein neues Plugin in dem Fall und dann muss man halt dann dort in die Run-Methode die Implementierung reinschreiben. Deshalb steht da 6 Zeilen bis Java 7. Das ist einfach so ein bisschen, naja, unhandlich. Sieht auch nicht besonders schön aus im Code und deshalb kann man jetzt eben Lambda-Implementierung benutzen. Und wie gesagt, das geht immer dann, wenn ich ein funktionales Interface habe, was implementieren kann, wo ich eben nur genau eine Methode implementieren muss. Und in dem Fall sagt die Methode einfach nur, naja, wir wollen von dem Plugin, das Plugin, was wir hier oben geladen haben, die Run-Methode dann ausführen. Immer dann für dieses Event. Genau, das ist das, was da steht. Die Kurzimplementierung für diese Event-Methode, was soll da passieren? Und dann kann ich auch, glaube ich, an der Stelle weitermachen. Was kommt als nächstes? Genau, nur noch die Bonusaufgabe. Wer hat die Bonusaufgabe gemacht? Sehr schön. Das war so ein bisschen Lesekompetenz. Viele haben es gemacht. Völlig furchtbar einfach, das zu tun. Man muss einfach nur sagen, naja, hier gibt es nichts zu lesen, zu laden. Wenn ich eben kein Plugin gefunden habe, kann ich einfach einen neuen Menüpunkt hinzufügen, der sagt, naja, hier gibt es einfach gar nichts. Das war nicht besonders schwierig von der Logik und ich denke mal, wenn man das davor bearbeitet hat, auch von den Werkzeugen, die man benutzen muss, nicht so furchtbar schwierig. Was man auch noch machen kann, das möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, das war allerdings nicht gefordert, man kann sagen, dass das hier nicht kein normaler Menüpunkt sein soll, sondern dass der halt eben nicht enabled sein soll. Wie sagt man das auf Deutsch? Auf jeden Fall ist der dann ausgegraut, deaktiviert, genau, deaktiviert war das, was ich gesucht habe. Also man kann Menüpunkte deaktivieren, das sorgt dafür, dass die ausgegraut sind und dann ist halt an der Stelle auch nichts klickbar. Das hätte man noch machen können, dann sieht es noch hübsch aus, dann sieht das eben so aus, wie man es erwartet, wenn man nichts zu laden hat. Wunderbar. Gibt es noch Fragen zur Aufgabe 1? Wunderbar. Dann machen wir weiter mit unserem kleinen Spionage-Plugin. Wer hat denn die Aufgabe 2 von Ihnen bearbeitet? Auch wieder fast alle, sehr schön. Wer ist denn der Meinung, dass er eine gute Lösung oder sehr gute Lösung zustande bekommen hat? Ruhig trauen wir. Ich meine, ich sehe es eh nicht. Also Sie können jetzt sich alle melden, das ist egal. Okay, also war nicht ganz so einfach. Der Kollege, der das mit den Lambdas verstanden hat, der hat es anscheinend hinbekommen. Okay, dann zeige ich Ihnen jetzt, wie man es hätte machen können. Die Aufgabe war, ein Plugin zu bauen, was Ihren Rechner so ein bisschen ausspioniert. Wir wollten Ihnen mal zeigen, wie einfach das geht. Das Plugin macht nichts anderes, als Bilddateien zu durchsuchen und aufzulisten. Man braucht nicht weit denken und naja, zu sehen, dass man die dann auch wunderbar weiterschicken könnte, wenn man einmal so weit ist. Und eigentlich geht das mit ein paar Zeilen Code. Und deshalb haben wir das mal von Ihnen bauen lassen. Die eigentliche Aufgabe aus softwaretechnischer Sicht war aber natürlich mal ein Plugin zu bauen, was tatsächlich funktioniert, was man tatsächlich in JameJST hineinladen kann und ausführen kann. Gut, was muss man dafür tun? Man muss, und das ist jetzt genau das, wie die Service Loader API funktioniert, eine vorgegebene Schnittstelle oder abstrakte Klasse implementieren. Und das macht man eben genau deshalb, damit man später, das haben wir in Aufgabe 1 gesehen, eben alle Klassen, die diese abstrakte Klasse oder eben Interface implementieren, laden kann zur Laufzeit und dann eben ausführen kann, wenn man das möchte. Und dazu brauchen wir diese Annotation, diese Meta-Imp-Services, das hatten wir Ihnen vorgegeben, dass Sie das tun sollen, beziehungsweise das konnten Sie sich anschauen, wie das funktioniert. Und das sorgt eben im Grunde genau dafür, dass eine Textdatei erzeugt wird, die einträgt, dass diese Klasse dieses Interface oder abstrakte Klasse implementiert.
An dieser Stelle ist es hilfreich, bei der Annotation Klasse anzugeben oder das Interface anzugeben, welches implementiert wird, um später der Plugin-Infrastruktur zu genügen. Man muss das nicht tun, solange man nur eine implementiert, weil dann ist es implizit klar, naja, das muss ja hier JamesJST-Plugin sein. Ich empfehle Ihnen aber trotzdem, das immer zu tun, weil was passiert? Man implementiert das so und dann stellt man fest, eigentlich so jetzt noch Comparable implementieren, das wäre irgendwie cool. Dann macht man das noch und schon ist kaputt. Weil dann ist es nicht mehr eindeutig für die Meta-Imp-Services, welche Schnittstelle Sie denn da benutzen möchten, Plugin-Infrastruktur bereitzustellen. Das heißt, machen Sie das einfach immer, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Gut, dann gab es ein paar Standardmethoden, die muss man halt implementieren. Das gibt halt Plugin vor. Man muss Konfigurierbarkeit ja oder nein angeben, man muss den Namen angeben, deshalb habe ich das hier mal auf die erste Folie mit drauf gemacht, ist aber glaube ich nicht weiter interessant. Was tatsächlich interessant ist, ist natürlich die eigentliche Funktionalität. Bevor ich die aber zeige, nochmal jetzt die Frage, gibt es noch Fragen zu der Plugin-Infrastruktur, wie das funktioniert mit den Plugins? Gut, dann weiter zur Funktionalität. Was wollten wir machen? Naja, wie gesagt, wir wollen irgendwie Bilddateien von Ihrem Computer auslesen. Und der erste Teil war genau beim Init des Plugins anzugeben, welche Ordner denn normalerweise durchsucht werden. Und das haben wir hier mal auf der Folie mitgebracht. Dazu brauchen wir erstmal die Liste der Ordner, die normalerweise so durchsucht werden sollen. Die haben wir Ihnen vorgegeben. Das war Bilder, Pictures, Desktop und Pics. Und die haben wir einfach mal in unsere Implementierung in eine Liste gesteckt, aber in keine normale Liste. Hat jemand diesen Code schon mal gesehen? List of gibt es seit Java 9. Weiß jemand, was das macht? Okay, dann verrate ich es Ihnen. Das ist eine neue Methode für die Listen, die eine Immutable List erzeugt. Das heißt, die bekommen hier eine Liste zurück, die nicht veränderbar ist. Ist ganz hübsch, weil man dann nicht mehr über Arrays to List arbeiten muss, um Listen mit Startwerten zu generieren. Oder besser gesagt, in dem Fall feste Listen zu generieren. Das macht es einfach ein bisschen kürzer. Genau. Und dann genau die Init-Methode sollte eben anzeigen, welche Ordner normalerweise durchsucht werden. Und da sehen Sie, auch da haben wir wieder ein schönes Lambda benutzt. Und wir benutzen einfach die System Property User Home, um das Startverzeichnis, wo wir suchen wollen, herauszufinden. Das war, denke ich mal, auch so beschrieben auf dem Übungsblatt. Ich muss gerade nochmal schauen, wie das da gesagt wurde. Genau, Nutzerverzeichnis. Wir hatten gesagt, Sie sollen im Nutzerverzeichnis lossuchen. Und das ist genau der Aufruf, um von Java das Nutzerverzeichnis zu bekommen. Und da hängen wir dann einfach noch die vorher definierten Directories dran. Genau, das ist also das, was da einfach nur passiert. Und die kann man dann eben auch noch ausgeben. Wir haben gesagt, geben Sie dir bitte aus auf System Error. Das war auch schon alles, was man tun musste für die Init-Methode. Das ist jetzt der spannende Teil, die Run-Methode. Bei der Run-Methode sollten rekursiv alle Ordner, die wir vorher gelistet haben, durchsucht werden und alle Bilddateien, die entweder auf JPG oder auf PNG enden, angezeigt werden. Was wir dafür getan haben, ist, wir haben alle Ordner, die wir vorhin schon bei dem Init gesehen haben, in eine Queue gesteckt und gehen dann durch die Queue durch und schauen halt, sind dort entweder Bilddateien drin, Variante. Machen wir mit denen noch etwas, das zeige ich Ihnen gleich, was da passiert. Oder aber alternativ ist denn dort vielleicht ein, habe ich da in dem Moment ein Directory in der Hand, dann mache ich etwas anderes. Das ist das, was ich Ihnen gleich zeige, aber vorher zeige ich Ihnen noch genau, was das Get Search Folders macht. Im Wesentlichen schaue ich hier, hole ich mir aus dem User Home wieder, ja, Sie erinnern sich, System Property User Home. Schaue ich, ob da überhaupt was drin ist, wenn nichts drin ist. Genau. Wenn es leer ist, dann breche ich ab, das ist klar. Wenn ich aber einen Ordner dort finde, der meiner gesuchten
Suchmenge entspricht, dann füge ich den halt hinzu. Das macht dieser Aufruf. Und auch der ist wieder etwas seltsam geschrieben. Da sind irgendwie so zwei Doppelpunkte. Was machen die? Wer weiß das? Genau. Also der Kommilitone sagt, das macht aus der Methode direkt ein Lambda. Das ist im Grunde genau das, was da passiert. Wir haben hier wieder im Grunde eine Lambda-Implementierung, aber dieses Mal geben wir die Implementierung nicht an, sondern sagen einfach nur, V-Dot, wir referenzieren die Methode und zwar mit ihrem Namen. Das heißt also, für jede Subdirectory, was wir in der Hand haben, mach equals ignore case. Das ist das, was da passiert. Und damit bekommen wir im Grunde genau das, was wir eigentlich haben wollten, nämlich wir wollen schauen, für alle Directories, die wir anfassen, die wir finden im Nutzerverzeichnis, schauen wir, ob das denn passt. Und das ist deutlich kürzer und handlicher, als wenn man das über Schleifen und Bedingungen löst. Deshalb haben wir das so gemacht, um dir das auch mal zu zeigen. Das ist hier nochmal genau eine Kurzschreibweise. Man könnte das auch mit einem normalen Lambda lösen, dann ist es aber auch wieder etwas länger. Ging aber auch. Haben wir ja gerade eben schon gesehen, das ist dann so ähnlich wie gerade eben mit dem Plugin in dem Action-Listen. Gut, das ist also das, was die GetSearchFolders-Methode macht. Wenn Sie das anders implementiert haben, wenn das länger ist, ist völlig egal. Sie wollen einfach nur schauen, gibt es im Nutzerverzeichnis irgendwelche Unterverzeichnisse, die unserem Namen entsprechen, die wir haben wollen. Wunderbar. Jetzt die Implementierung der ProcessFile-Methode und der ProcessDirectory-Methode. Was wir dafür brauchen, sind noch unsere Dateiendungen. Die machen wir wieder, legen wir wieder fest über eine Mutable List. Ist vielleicht hier ein bisschen overengineered, aber wenn man es mal hübsch macht, dann macht man es gleich richtig hübsch. Und was wir jetzt hier machen, ist im Grunde was Ähnliches wie gerade eben mit den Directories für das ProcessFile. Auch da wollen wir jetzt wieder schauen, passt denn die Datei, die wir jetzt gerade in der Hand haben? Also denken Sie dran, in der Methode davor, die wir gesehen haben, iterieren wir über alle Dateien, die wir gefunden haben in den Unterordnern, die in unserer Queue drin sind. Jetzt haben wir eine Datei in der Hand und jetzt wollen wir schauen, entspricht die denn unseren Suchkriterien? Das ist genau das, was wir hier machen. Wir nehmen unsere Extension, machen einen equals ignore case und wenn das passt, dann fügen wir sie zu unserer Ergebnismenge hinzu. Das ist, was hier passiert. Im unteren Teil haben wir ein Directory in der Hand, deshalb rufen wir Process Directory auf und was wir da dann machen ist, naja, wir schauen, wenn gar nichts drin ist, dann brauchen wir nichts tun, also können wir auch einfach zurückgehen, da gibt es in diesem Directory nichts. Wenn wir aber in dem Unterordner weitere Dateien oder Unterordner finden, dann kann ich die zu unserer Kandidatenliste wieder hinzufügen. Das heißt, ich reihe die wiederum in unsere Queue ein. Das ist das, was hier passiert. Also Directories ist genau die Queue, die Sie am Anfang gesehen haben. Wir fangen also mit den Start-Directories an in unserer Queue. Und wenn wir weitere Unterordner finden, das ist das, was im Grunde die Rekursion erzeugt, fügen wir die Directories in diese Queue noch hinzu. Das ist die ganze Magie, die an der Stelle passiert. Denken Sie wieder daran, das ist eine mögliche Implementierung. Die ist vor allem kurz und hübsch, die ist nicht besonders intuitiv. Das heißt, wenn Sie das irgendwie anders implementiert haben, ist das überhaupt kein Problem. Es muss nur das tun, was es soll. Das ist jetzt bloß die schöne Lösung für die Übung, die wir Ihnen gerne präsentieren wollen. Gut, was muss man noch machen? Ah ja, genau, die Configure-Methode. Wer weiß noch, was da zu tun war? Ganz einfach, wir wollten ausgeben, welche von diesen Ordnern, die wir am Anfang definiert haben und die ausgegeben werden beim Aufruf der Init-Methode, welche davon denn jetzt überhaupt vorhanden sind auf unserem konkreten System. Und das haben wir einfach so gemacht, dass wir, naja, hier oben fehlen die Methodeninitialisierung, deshalb habe ich Ihnen das mal noch hier mit angegeben, das müsste eigentlich noch hier oben drüber stehen offensichtlich. Wir haben eine Liste mit gefundenen und nicht gefundenen Ordnern, Unterordnern im Nutzerverzeichnis und die sammeln wir einfach, indem wir sagen, okay, entweder existiert es, dann ist es dann haben wir es gefunden, dann kommt es zu dieser Menge der validen Ordner hinzu, ansonsten kommt das eben zu der Menge dazu, die wir nicht gefunden haben. Und das Ganze, was dann hier drunter passiert, ist im Grunde nur noch Zusammenbauen des Strings für die Ausgabe, sowas, nicht Aufgabe. Genau. Wir wollen also eine Ausgabe erzeugen als kleines Pop-up
Das war noch die letzte Aufgabe und das ist dann, was hier unten passiert. Hier wird der Status ausgegeben. Wir haben noch eine schöne Titelzeile hinzugefügt und dann sieht das ungefähr so aus. Das ist also das, was hier zusammengebaut wird. Hier wird der Status zusammengebaut für die Validen. Ich mache nochmal kurz zurück. Also für die Orte, die wir gefunden haben, wird hier zusammengebaut. Hier oben haben wir es zusammengesammelt und dann wird es eben nur noch ausgegeben. Das ist also so ungefähr das, was bei Ihnen ausgegeben werden sollte, wenn Sie das. Wir wollten von Ihnen, dass Sie ein Bundle führen, was, naja, im Wesentlichen alles, was wir bisher so implementiert haben, zusammenschnürt und ausführen kann. Jetzt ist die Frage, warum machen wir das überhaupt? Sieht da irgendjemand eine Motivation dahinter, das zu tun? Also einfach nur so ein Projekt, was andere Projekte zusammenschnürt, das ist doch irgendwie witzlos. Macht das nicht eigentlich schon unser Oberprojekt? Warum brauche ich sowas? Immer eine Idee? Also wir wollen alle Module, die wir bisher implementiert haben, zusammenschnüren und zusammen ausführen können. Warum brauche ich dafür jetzt nochmal so ein Bundle-Modul? Hat jemand eine Idee? Okay. Hier sagt jemand, der später mal BWL im Nebenfach nehmen wird. Vielleicht möchten wir ja das Hauptprojekt einzeln verkaufen. Das heißt, wir möchten uns überlegen, was wir zusammenschnüren. Ja, auch das ist ein guter Punkt. Damit haben wir wunderbar Kontrolle darüber, was wir zusammenschnüren. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist nicht die Hauptmotivation. Warum nehmen wir nicht zum Beispiel unser Hauptprojekt? Da haben wir doch auch schon sowas Ähnliches. Das schnürt doch auch schon alles zusammen, was wir bisher implementiert haben. Keiner? Okay. Dann sage ich immer, das ist eine blöde Idee, weil das ja nicht ausführbar ist. Also da haben wir ja nur Packaging.com, das heißt, es macht nichts anderes als Module zusammenschneiden. Das funktioniert also nicht. Dann die nächste Frage, warum instrumentiere ich denn nicht einfach das JamesRST-Main-Modul so, dass ich dort auch einfach alle Module als Abhängigkeit hinzufüge und dann ausführen lasse? Warum ist das eine blöde Idee? Da hinten meldet sich wieder einer, der anscheinend nicht nur bei Lambdas den Durchblick hat, sondern auch ansonsten. Gibt man trotzdem noch jemand anders die Chance? Also, meine Idee war folgende, wir nehmen einfach JamesRST Main statt dem Bundle und fügen halt alle Module als Abhängigkeit hinzu. Warum machen wir das denn nicht? Ihr Kommilitone sagt, haben nicht die anderen Module auch eine Abhängigkeit auf JamesRST? Ja, gibt es. Und jetzt? Doch egal. Ja? Ah, jetzt kommen wir genau an die richtige Stelle. Ihr Kommilitone sagt, wenn die dann gegenseitig voneinander abhängen, dann haben wir da eine zirkuläre Abhängigkeit. Und genau das sollten wir vermeiden. Sie können das ja mal ausprobieren. Wenn Sie zu viel Langeweile haben, nachts League of Legends komplett durchgespielt haben und sich denken, oh, jetzt nochmal eine Runde SWT, da hätte ich jetzt Bock drauf, dann bauen Sie doch mal das Bundle in JamesRST nach und fügen die Abhängigkeiten hinzu. Was dann vor allem passiert ist, dass Maven anfängt zu meckern in ihrer IDE. Das sagt dann, das geht nicht, das kann ich nicht bauen, da gibt es zirkuläre Abhängigkeiten. Und das ist genau das Problem, was wir an der Stelle haben. Das wollen wir nicht, können wir gar nicht haben, weil, wie gesagt, zirkuläre Abhängigkeiten sind in dem Fall böse, weil wie sollen wir die auflösen, wo sollen wir anfangen? Und genau deshalb bauen wir ein Bundle. Und das Bundle hat dann Abhängigkeiten einfach zu allen anderen Teilmodulen, aber ansonsten auf nichts anderes. Und damit haben wir keine Abhängigkeitsprobleme mehr. Das ist die Motivation hinter dem Bundle, nur damit Sie das auch mal verstanden haben und nicht einfach nur die Aufgaben nacheinander abarbeiten. Zumal die Lösung der Aufgabe furchtbar einfach war. Das zeige ich Ihnen jetzt. Die Aufgabe war nämlich, ein Bundle zu bauen und dafür zu sorgen, dass JamesRST ausgeführt wird. Und das ist tatsächlich alles, was man dafür tun muss. Also man braucht irgendwie so eine App-Klasse, die ausführbar ist und da fügt man dann das JamesRST Main. Die Main aus der JamesRST Main ein, so rum ist es richtig, und dann ist man fertig. Also das war alles. Dafür gab es tatsächlich Punkte. Finde ich selber noch ein bisschen traurig, aber wir wollten halt, dass sie das mal bauen. Dementsprechend müssen wir das auch mit Punkten honorieren. Aber das ist alles, was man dafür tun musste. Was tatsächlich ein bisschen spannender ist, ist so ein bisschen die Konfigurationsgeschichte außenrum rum, sodass man die Projektdatei, also die PromXML, so hinbiegt, dass es dazu keinen Konflikten kommt. Und da war zum Beispiel die Aufgabe, wie wir das ja auch schon mal gesehen haben, den Klassenpfad hinzuzufügen. Und hier in dem Fall sollten Sie ein Prefix lib hinzufügen zum ClassPath. Und zwar deshalb, weil wir da dann später die Abhängigkeiten reinlegen wollen, damit man die später einfach wiederfinden kann. Außerdem
sollte man dafür sorgen, dass es keine Konflikte gibt? Weil das Problem ist ja, bei Ihren Modulen, die heißen ja alle gleich. Die heißen nämlich nach Ihrer Matrikelnummer. Das heißt, da könnte es wunderbar zu Konflikten kommen. Das heißt, wir geben hier an, für das ClassPath-Layout soll man eben dieses Repository-Layout benutzen, was dafür sorgt, dass im Grunde die Ordnerstruktur von Ihrem Repository mit aufgenommen wird, die Benamung der Pakete, die geladen werden sollen. Und damit gibt es dann an der Stelle kein Problem mehr. Genau, das haben wir schon gesehen auf Platz 2. Das ist jetzt hier Vermeidung von Namenskonflikten. Das habe ich gerade erklärt. Und dann war noch gefordert, naja, wenn wir das dann zusammen ausführen wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass alle Abhängigkeiten von unserem Projekt auch mitkopiert werden. Ansonsten können wir das ja nicht ausführen. Das heißt, wir müssen das irgendwie zusammenschnüren. Und da gibt es eben in Maven dieses Copy Dependencies Plugin, mit dem man im Grunde sagen kann, naja, jetzt bitte kopier mir doch alle Abhängigkeiten, die du hast, mit. Und da sehen Sie noch was anderes Schönes. Das alles konnte man sich ergoogeln, also das ist nicht besonders schwierig, kann man einfach Copy-Paste machen und dann funktioniert das. Ich will Ihnen aber noch ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert. Und zwar kann man diese Ziele definieren, das ist das, was Sie auch in Maven tun, wenn Sie nicht nur das Plugin aufrufen, sondern auch mal Doppelpunkt verwenden, zum Beispiel CheckStyleCheck. Ja, dann wird vom CheckStyle-Plugin das GoalCheck aufgerufen. In dem Fall wird von CopyDependencies das CopyDependency-Goal aufgerufen. Naja, ist jetzt nicht besonders spannend, weil das eben genauso heißt. Was interessanter ist, ist dieser Teil hier. Man kann definieren, an welche Phase das gebunden wird. Das heißt, man kann sagen, dieses CopyDependency-Plugin bitte immer dann aufrufen, wenn du Package machst. Man kann das an diese Lifecycle-Phases von Maven dranhängen und dann kann man eben sicherstellen, dass das auch immer passiert, wenn man ein Package macht. So, was gibt es noch? Genau, das Repository-Layout übernehmen, das ist genau der spannende Teil, damit eben die Unterordner, dass die Ordnerstruktur mitkopiert wird, wenn ich die Library kopiere und nicht nur die einfache Library, damit gehe ich dann auch Konflikten aus dem Weg. Und noch was Spannendes, immer die aktuelle Version. Haben wir das eigentlich gefordert? Bestimmt irgendwo. Wenn nicht, dann keine Angst, wenn Sie das nicht gemacht haben. Ich glaube, wir haben es nicht gefordert. Ne? Nee. Also dann erkläre ich das einfach nur, was das tut. Wenn man jetzt das Package zusammenschnürt und da Abhängigkeiten drauf hat, dann möchte man eigentlich dafür sorgen, dass immer die aktuellste Variante genommen wird. Das ist jetzt bei den ganzen Sachen, die wir hier verwenden, wahrscheinlich kein Problem, aber solange Sie irgendwie mit Snapshots arbeiten, zum Beispiel auch bei Ihren eigenen Modulen, dann wird da ja nicht unbedingt immer die Versionsnummer hochgesetzt. Das heißt, Sie machen Änderungen und erzeugen dann einen neuen Snapshot und dann bauen Sie das Bundle und dann wundern Sie sich, warum da immer noch die alte Version drin ist. Und das liegt dann daran, dass Maven sagt, okay, Version 001 Snapshot kenne ich schon, warum soll ich die denn jetzt nochmal bauen und zu den Abhängigkeiten hinzufügen? Wenn Sie sagen, Override Snapshots und Override if newer, dann sorgen Sie genau dafür, dass immer die neueste Variante von Ihren abhängigen Modulen tatsächlich auch in die Abhängigkeiten übernommen werden. Das macht also das. Genau, das Zielverzeichnis muss man natürlich angeben. Das ist jetzt genau das, was mit dem ClassPath zusammenhängt, dass wir eben jetzt genau unter lib dann wieder suchen nach den ganzen Abhängigkeiten, die wir da ablegen. Und hier können wir noch definieren in der Konfiguration, welche Abhängigkeiten wir denn eigentlich haben wollen. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, das ist sowieso schon die Standardeinstellung, dass nur Runtime kopiert wird. Denken Sie dran, es gibt unterschiedliche Scopes, wenn wir Abhängigkeiten einbinden. Wir können ja sagen, okay, manche Sachen brauchen wir nur für den Test, manche brauchen wir zur Laufzeit, manche sind provided. Und das ist genau der Teil, wo das spannend wird. Wenn Sie jetzt nämlich anfangen, irgendwelche Bibliotheken mitzukopieren und Pakete zu schnüren, dann sollten Sie sich natürlich gut überlegen, was Sie denn da überhaupt reinkopieren wollen. Denn es gibt ja durchaus Bibliotheken, die mal ein bisschen größer sind. Und wenn Sie dann jedes Mal anfangen, da Jars zusammenzupacken, die 3 GB groß sind, nur weil Sie alle Testbibliotheken und alle Sachen, die eigentlich von Ihrer Rahmenarchitektur schon sowieso schon geliefert werden, mit in diese Jar reinzupacken, dann wird es irgendwann unhandlich und viel zu groß. Und deshalb kann man hier sagen, und genau dafür sind diese Scopes da, nur alle mitkopieren, die zur Runtime benötigt werden oder zur Kompilierzeit benötigt werden. Dann kommt also zum Beispiel JUnit, was Sie offensichtlich per Scope Dependency, per Scope Test eingebunden haben, kommt dann eben nicht mit. Das wird dann also nicht mit kopiert in die Abhängigkeiten. Das ist genau der Sinn davon. Gut, dann sind wir damit auch fertig. Ich mache nochmal kurz
einen Schritt zurück und frage nochmal in die Runde, gibt es noch Fragen bis hierher? Hey, wem hat denn das mit dem Bundeln geklappt? Nochmal so als Frage. Bundle, wer hat das Bundle zusammengebundelt bekommen? Okay. Wer hat denn die Aufgabe überhaupt bearbeitet? Also ungefähr fast die gleichen. Okay, sind fast die gleichen. Bei ein paar hat es anscheinend nicht geklappt. Aber ich hoffe, das hat jetzt alle Unklarheiten beseitigt. Ansonsten fragen Sie gerne auch nochmal nach. Ansonsten, wenn es jetzt keine akuten Fragen mehr zur Implementierung gibt, machen wir weiter mit der Theorie. Mit der Theorie, vollkommen richtig. So geht das tatsächlich nicht. Mit der Theorie, und zwar war die erste Theorieaufgabe das Aktivitätsdiagramm. Und beim Aktivitätsdiagramm sollten Sie eine Lösungsskizze für einen parallelen Graustufenfilter mal als Aktivitätsdiagramm zeichnen. Wir werden Parallelität auch noch behandeln in der Vorlesung, im Implementierungskapitel. Da werden wir uns auch mit parallelen Implementierungen beschäftigen. Nichtsdestotrotz wollten wir, dass Sie schon mal darüber nachdenken, wie man Dinge denn vielleicht parallel ausführen könnte. Und in Aktivitätsdiagrammen kann man das eben hübsch darstellen. Und Sie sollten nach der Beschreibung, die wir jetzt auch mitgebracht haben, ne? Folie, ja. Wunderbar, das mal tun. Genau, das ist die Beschreibung dazu. Und wir haben uns dazu entschlossen, das jetzt mal zu versuchen, von Hand zu zeichnen, hier live in der Vorlesung. Mal schauen, wie gut das klappt, damit wir im Grunde mal sehen, wie sehr Sie leiden mussten bei der Erstellung des Abhängigkeitsdiagramms. In dem Fall musst du ja nur du leiden. Du in dem Fall zeichnen. Muss nur ich leiden, ja genau. Ich wurde auserkoren, das zu zeichnen. Das liegt einfach daran, dass man Tobias Schrift nicht lesen kann. Also mal als Hinweis, wenn Sie in die Klausureinsicht kommen und da ist irgendeine Aufgabe und Sie können die Korrekturen nicht lesen, dann melden Sie sich gleich bei Ihnen. Ja? Also gut, ich sehe, du hast auf dem Folien noch so ein bisschen markiert, was zu tun ist. Ja, wobei wir jetzt eh umschalten. Wir schalten jetzt eh um. Nur mal so, ich klicke es glaube ich trotzdem mal einfach durch, damit wir da mal vorher mal drüber sprechen. Also im Aktivitätsdiagramm geht es ja darum, Aktivitäten zu modellieren. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Art Ablauf und natürlich auch Kontrollfluss. Und wir haben hier, ich gehe mal davon aus, markiert, was die einzelnen Aktionen sein könnten. Also wir müssen irgendwie ein Ergebnisbild anlegen. Wir müssen prüfen, ob das Eingabebild, was wir da haben, größer als 1024 ist. Wenn das der Fall ist, dann wird es aufgeteilt, zweiten Faden erstellen, iterieren über Fäden, iterieren beide Fäden, und das ist jetzt der spannende Teil, über alle Pixel des Teilbildes, summieren die auf, die einzelnen Farbwerte, durch Farbwerte teilen, Farbwert setzen, Teilbilder zusammensetzen, Ergebnisbild zurückgeben. Das ist das eigentliche parallele Aktivitätsdiagramm, aber damit es nicht zu einfach wird, haben wir gesagt, naja, es soll auch eine nicht parallele Variante geben, und zwar immer dann, wenn das Eingabebild kleiner als 1024 Pixel ist, und dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt mich hier ruhig mal warnen können, dass da gleich die Lösung kommt. Gut, und jetzt versuchen wir das doch mal zu zeichnen. Vielleicht gibst du mir nochmal die Aktionen, die wir am Anfang brauchen. Also wir wollen am Anfang, sieht man das? Wunderbar. Also, ich brauche oben noch ein bisschen Platz. Dann fangen wir an und legen ein Bild an. Bild erstellen. Kann man ungefähr lesen, was ich zeichne? Ja, wenn deine Hand nicht drüber ist, schon. Gut. Also, Bild erstellen ist unsere erste Aktion. Dann brauchen wir zunächst einmal genau diese Überprüfung. Wie zeichne ich eine Verzweigung im Aktivitätsdiagramm? Ja, bitte. Als Raute, wunderbar. Das heißt, ich versuche hier mal eine Raute einzuzeichnen. Ja, bitte. Autofokus ausmachen. Ja, machen wir. Danke für den Hinweis. So, und dann sagen wir, weil ich weiß, wie es weitergeht, sage ich, okay, wenn das Bild... kann dir auch den Text vorlesen. Wenn nö, alles gut, alles gut. Ich weiß es noch ungefähr. Wenn wir weniger als 1024 Pixel haben, dann biegen wir ab. Das vervollständige ich nachher noch. Ansonsten sind wir in der parallelen Ausführung und die schauen wir uns jetzt an. Was passiert im parallelen Fall? Das sagen wir einfach, okay, hier ist die Guard, das sonst.
Ja, und nur nochmal, um es klarzustellen, diese Raute ist immer eine Verzweigung, eine Oder-Verzweigung, und man kann mit diesen eckigen Klammern dann sogenannte Bedingungen, Guards im Englischen, angeben, die dann halt sagen, wann oder was, unter welchen Bedingungen die jeweilige, der jeweilige Pfad genommen wird. Genau, danke für die Erklärung. Das nächste, was passiert, ist, wir teilen unser Bild auf. Wir teilen es einfach in zwei Hälften. Das ist alles, was wir an der Stelle tun müssen. Und irgendwo muss jetzt noch so ein zweiter Faden her. Zweiten Faden erstellen. Ich hoffe, ich komme hier mit dem Platz hin. Ich mich gerade noch so frage, wer macht denn das jetzt gerade? Wir haben jetzt so zwei Fäden. Nee, noch haben wir keinen. Wir haben Noch bisher nicht, jetzt erstmal nur gleich einen schon. Faden. Also das lassen wir jetzt erstmal erstellen, würde ich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt soll es parallel weitergehen. Wie baut man denn was Paralleles im Aktivitätsdiagramm? Da hinten. Ich wollte nämlich gerade schon hier nach rechts schauen, weil der rechte Teil des Auditoriums ist mir ein bisschen zu ruhig. Ja, bitte da ganz oben. Genau. Also, wir machen weiter mit unseren Pfeilen. Und dann machen wir einen eckigen, ich lege das mal kurz ein bisschen quer, dann geht es einfacher zu zeichnen, der Balken. So. Sie erinnern sich an die Vorlesung an der Stelle, wenn wir einen Tokenstrom uns anschauen, werden jetzt die Token, werden so viele Tokens erzeugt, wie wir eben Ausgangskanten haben. In unserem Fall wären das eben zwei. So, wir machen also dann weiter im parallelen Fall. Und jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt haben wir ja einen zweiten Faden und der soll auch irgendwas tun. Das heißt, wir verzweigen jetzt also und gehen jetzt mal hier rüber. Lassen den zweiten Faden auch irgendwas tun. So, und jetzt haben wir ja gesagt, okay, wenn wir jetzt schon sagen, wir haben hier einen Faden und noch einen Faden, dann wollen wir das irgendwie auch optisch darstellen können. Und dafür gibt es im Aktivitätsdiagramm Partitionen. Die sollten Sie auch irgendwie darstellen. Und es gibt da zwei Schreibweisen, zum Beispiel die mit Kästen drumherum. Und ich versuche das jetzt mal zu skizzieren, sodass das auch für Sie sichtbar wird, was man da tun könnte, um das darzustellen, dass wir jetzt zwei Fäden haben. Wir haben hier unseren Faden 1 und wir haben hier drüben, falls denn einer erzeugt wurde, unser Faden 2. Das sind also unsere Partitionen, das sollten Sie auch modellieren. Und was jetzt als nächstes kommt, ist, naja, wir haben jetzt unsere zwei Fäden. Ich muss jetzt leider nach oben rausrücken, sonst reicht der Platz nicht. Aber Sie haben es gesehen. Jetzt wird das Bild, das eigentliche Bild, berechnet. Und dazu, ich zeige es Ihnen jetzt erstmal in Faden 2, weil da ist es einfacher. Bild berechnen. Haben wir einfach gesagt, naja, es gibt ja noch eine andere schöne Möglichkeit, um Aktivitätsdiagramme übersichtlicher zu gestalten. Und das ist eben zu sagen, es gibt Unterdiagramme. Und das macht man so, indem man sagt, man vergibt einen neuen Namen für eine Aktivität. In unserem Fall ist das Bild berechnen und sagt dann mit diesem hübschen Dreizack, naja, da geht es noch irgendwie weiter. Er ist jetzt nicht ganz so hübsch geworden, ich gebe es zu. Da geht es noch irgendwie weiter. Das heißt, da gibt es noch genauere Definitionen dieser Aktivität. Das ist das Bild berechnen. Im anderen Fall, im Faden 1 gibt es das natürlich auch, denn der macht ja genau das Gleiche. Das heißt, wir machen auch hier Bild berechnen. Ich kürze das jetzt mal ab und auch das ist im Grunde genau wieder so definiert, auch wieder mit dem möglichen Unterdiagramm. Jetzt allerdings kommt der spannende Teil. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch eine sequentielle Ausführung haben wollen, wenn das Bild kleiner als 1024 Pixel ist. Und an der Stelle müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir ja gesagt haben, wenn wir ein kleines Bild haben, sequenziell ausführen, dann muss offensichtlich kein zweiter Faden erzeugt werden und dann muss auch offensichtlich das Bild nicht aufgeteilt werden. Das heißt, wir springen jetzt gleich direkt hier runter. Das heißt, von hier oben, wo wir das entschieden haben, geht es jetzt direkt hier runter. Aber wir können nicht direkt dort das Bild hineingehen. Weiß jemand warum? Warum können wir jetzt nicht einfach mit diesem Pfeil direkt in dieses Bild berechnen Soll ich gehen? es einmal zeichnen, wie es wäre? Und dann nochmal mit der Farbe Nein. drüber richtig? Nein, ich habe es eh schon falsch gemacht, insofern ist es egal. Achso, okay. Genau, also, ich zeichne es einmal falsch fertig. So, das wäre jetzt doch das, wie ich das modellieren könnte. Wunderbar, oder? Sage ich, okay, bin beim Bild erstellen, ich entscheide, ob das größer oder kleiner ist. Im parallelen Fall gehe ich halt da weiter und teile dann auf. Im sequentiellen Fall biege ich halt ab, spare mir das Teilen und gehe dann da unten einfach direkt in Bildberechnen rein.
Warum geht das jetzt nicht? Mehrere Leute melden sich. Die rechte Seite war heute so inaktiv. Da oben. Okay. Ihr Kommilitone sagt, ja, müssen ja hinterher auch wieder zusammengesetzt werden, die Teilbilder. Und wenn ich das so modelliere, dann funktioniert das nicht. Ja, das ist ein Problem, aber dafür habe ich auch eine Lösung später noch. Das ist aber nicht das Problem, was jetzt hier tatsächlich auftritt. Vielleicht nebenan. Sehr schön. Sehr schöne Erklärung vom Kommilitonen. Was wir hier an dieser Stelle haben, ist ein implizites Und. Das heißt, von dieser Aktivität Bild berechnen würden Sie nur weiterkommen, wenn an beiden Stellen tatsächlich jetzt Eingabetoken ankommen. Und wenn wir uns unser Diagramm anschauen, sehen wir, das kann nie passieren. Wir gehen immer entweder da oben links rum oder rechts rum. Das heißt, wir kommen da immer nur mit einem Token an. Und könnten dann an der Stelle nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen das irgendwie anders machen und das machen wir, indem wir an der Stelle einfach ein Oder noch einfügen und sagen, okay, entweder kommen wir aus der sequentiellen Bearbeitung oder wir kommen eben aus der Parallelen. Das heißt, wir machen hier, ja, stellen Sie sich vor, diesen hätte ich nicht gezeichnet und den Pfeil auch nicht. Wir gehen halt erst in dieses Oder rein und von dort aus dann erst in das Bild berechnen. Mach doch das Oder bitte auch schwarz. Aber das ist so schön jetzt hervorgehoben. Ich markiere einfach noch die kompletten Korrekturen, dann sieht man auch, was ich getan habe. Also was ich korrigiert habe, war eben genau dieser Ausgang aus dem parallelen Fall und natürlich auch von dem sequentiellen Fall in das Oder. Jetzt kann man gar nichts mehr lesen. Super. Und am Ende bin ich dann eben in dem Bild berechnen. Genau, der So, Punkt ist, jetzt. diese Rauten sind halt wie gesagt Oder und führen halt, da muss nur ein Token an den Inputkanten anliegen. Bei einem Balken oder auch bei einem Zustand ist es anders, da ist es ein Und. Diese Unterscheidung ist ziemlich wichtig für die Semantik der Aktivitätsdiagramme. Genau. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal weiter. Mach das. Jetzt kommt der Teil, den der Kommilitone. Bitte? Ja, mach du mal weiter. Habe ich was falsch gemacht? Nee, ich wollte nur noch eine andere Anmerkung Noch eine bringen, Anmerkung. nämlich zu den Partitionen. Man kann nämlich, also wie gesagt, einmal diese Variante nehmen, man kann aber auch die einzelnen Partitionen direkt an die Aktivitäten dran schreiben, indem man das direkt denjenigen, der oder in dem Fall unser Faden 1 jeweils an die Aktivitäten auf der linken Seite dran schreibt und das Bildberechnen auf der rechten Seite dann mit Faden 2 vorneweg versieht. Falls man das irgendwie übersichtlicher findet oder das vielleicht aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, da sie jetzt diese ja, Swimlanes, wie die heißen, diese Kästen drumherum zu malen. Nur, dass Sie das im Hinterkopf behalten. Es gibt da auch noch die alternative Modellierungsvariante, die natürlich ebenso korrekt gewesen. Wunderbar. Das hat mir die Zeit gegeben, hier einfach mal weiterzuzeichnen. Die hat eh keiner zugehört, weil alle geguckt haben, wie ich gezeichnet habe. Hier hört auch sonst keiner zu. Das Macht ist nichts, macht nichts. Der eine Kommilitone hat angemerkt, naja, wir müssen ja jetzt uns überlegen, was denn mit dem Bild zusammenführen passieren soll im nicht parallelen Fall. Eine Möglichkeit, und die haben wir gewählt für unsere Lösung, ist, naja, nach dem Bild berechnen schauen wir einfach nochmal, in welchem Fall wir denn jetzt sind. Wenn wir im sequentiellen Fall sind, dann können wir eben auch wieder genau das überspringen. Im parallelen Fall führen wir jetzt die parallelen Ausführungen zusammen. Das heißt, hier müssen jetzt zwei Token offensichtlich ankommen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich eben noch das Bild zusammenführen. Wunderbar, das habe ich dann auch getan. Und dann brauche ich wieder ein Oder, weil darf ja nur entweder aus dem sequentiellen oder aus dem parallelen Fall kommen, nicht aus beiden. Und am Ende muss ich dann noch, jetzt wird es langsam eng, das Bild zurückgeben. Bild zurückgeben. Jetzt nicht besonders schön geworden, aber ich verspreche Ihnen, die Variante von Tobias wäre noch furchtbarer geworden. Also das ist so, wie man es lösen könnte. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt natürlich noch, wer hat es gesehen? Wir brauchen immer einen Endzustand. Hier sind wir am Ende der Ausführung. So, das ist eine mögliche Modellierung für das Ganze. Da gibt es dann, wie gesagt, noch den Unterzustand. Oben ist Bild eine Frage. berechnen, den zeige ich Ihnen gleich. Da gibt es noch eine Frage. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Man muss natürlich bei der GART nach dem Originalbild fragen. Das ist logisch. Ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt. Ja, das macht es ein bisschen mehr deutlich. Da haben Sie vollkommen recht. Also, da wo das Bild berechnet wird, da sollte natürlich Teilbild berechnet stehen. Und da unten bei der GART sollte stehen Originalbild. Kleiner 1024.
Danke für den Hinweis. Das ist jetzt hier ein bisschen mehr deutlich geworden. Genau. Das ist das, was man machen könnte, um eben diese Zusammenführung wieder aufzuräumen. Da gibt es noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, diesen berechnenden Teil zweimal zu modellieren? In dem konkreten Fall wird das wahrscheinlich eher nicht. Also Sie müssen zumindest einmal hinschreiben, dass da was passiert. Parallele Ausführungen bei uns hat ja genau den Witz, dass in beiden Fäden das Gleiche passiert. Und wenn in beiden Fäden, in beiden Partitionen in dem Fall das Gleiche passieren soll, dann müssen Sie das auch modellieren. Vor allen Dingen in diesem Fall, wir modellieren ja Aktivitäten. Das heißt, die Aktivität Bildberechnen wird ja genau zweimal ausgeführt. Das heißt, das muss so modelliert werden, um das Aktivitätsdiagramm oder die Aktivität darzustellen, die parallel ausgeführt wird. Genau. Noch eine Frage? Genau, das ist jetzt der Teil, den wir noch zeigen wollen. Also Teilaktivität, Bild berechnen, zeigen wir gleich noch. Gibt es noch Fragen bis hierher? Ja, vollkommen richtig. Auf der Folie ist das auch so. Also Ihr Kommilitone fragt, müsste da nicht stehen, Bild kleiner gleich? Ja, Oben hast du es richtig. richtig gemacht. Oben habe ich es richtig gemacht, unten habe ich es falsch gemacht. Kriege ich jetzt aber auch nicht mehr hin, oder? Machen Ah wir doch. direkt damit Nee, weiter. nee, nee, warte. Das lasse ich jetzt so nicht auf mir sitzen. Also, vollkommen richtig, da muss auch kleiner gleich stehen. Keine Angst, Sie müssen das jetzt hier nicht bitte abzeichnen, wir haben das auch noch auf einer Folie. Und wenn Sie es abzeichnen, dann bitte genauso. Es muss dann bitte genauso hässlich aussehen. Genau, also so könnte man es modellieren. Ein Hinweis noch, wem das hier zu blöd ist mit diesem Aufräumen da unten, ja, der hätte auch einfach sagen können, okay, es gibt noch einen sequentiellen Fall, in dem halt auch noch das Bild berechnet wird. Dann malt man im Grunde dieses Bild berechnen nochmal links nebendran und spart sich dieses Ganze zu fragen, ob man dann hier unten noch wieder zusammenführen muss oder nicht. Also dann spart man sich im Grunde diese Entscheidung unten nochmal machen zu müssen. Das macht es im Grunde genauso schlank. Ist völlig egal. Also man hat halt entweder da oben noch eine Aktivität mehr, nämlich nochmal das Bild berechnen, oder man hat hier unten halt nochmal die Entscheidung. Ist gerade egal. Ja, bitte? Also die Frage war, inwieweit müssen denn Ein- und Ausgaben modelliert werden? Wir haben das jetzt hier nicht gefordert. Wenn wir das fordern würden, dann würde es auf dem Übungsblatt stehen. Wenn wir das in der Klausur fordern, dann schreiben wir das auch hin. Das können Sie natürlich gerne tun. Das macht es nicht schlechter, das macht Ihr Diagramm natürlich nur aussagekräftiger, aber wie gesagt, hier war es nicht gefordert. Operation auf dem Bild. Also Ihr Kommilitone fragt, ob denn die Partitionierung auch anders möglich gewesen wäre, nämlich mit den Bildern auf Bild und Ausgabebild. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie Sie das machen wollen, weil da werden ja, also auf dem Eingabebild werden ja keine, also werden Berechnungen ausgeführt zum Lesen, die lesen berechnen, aber die schreiben auf dem Ausgabebild. Aber oder verstehe ich die Frage vielleicht falsch? Wenn überhaupt, bräuchte man dann noch eine dritte Partition, weil er, also auf dem Originalbild wird ja nicht ein neuer, ja, zum Beispiel nicht das Zusammenführen gemacht. Das ist ja nichts, was eine Aktivität des Originalbildes ist. In dem Fall. Also ich glaube, im klassischen Sinne des Aktivitätsdiagramms geht es da darum, wer führt die Aktivitäten aus. Dementsprechend braucht man Partitionen für die Teile, also die Aktivitäten ausführen. Genau, also ich glaube, im Beispiel in der Vorlesung gibt es ja, glaube ich, Client und Server oder irgendwie sowas. Da sehen Sie, das sind halt Akteure, die irgendwas tun. Bilder sind ja Daten, auf denen gearbeitet wird. Das heißt, die Partitionierung macht jetzt auf den ersten Blick, ohne es gesehen zu haben, nicht so besonders viel Sinn. Vielleicht ist aber trotzdem richtig. Das lassen wir dann Ihren Tutor entscheiden. Okay, wunderbar. Dann zeigen wir Ihnen jetzt noch kurz. Ja, da kommt noch eine Frage. Jetzt ist weg. Moment. Machen wir nochmal hin. Ja, genau, das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Also die Variante mit noch eine neue Aktion Bild berechnen für den sequentiellen Fall, das ist die Alternative hier. Also Sie könnten im Grunde hier genau an der Stelle nochmal Bild berechnen haben und dann sparen Sie sich unten wieder das Zusammenführen. Da können Sie dann einfach von dort aus direkt auf Bild zurückgeben gehen und haben dann im Grunde noch klarer geteilt, was jetzt sequentiell und was paralleler Teil ist. Gut, jetzt zeigen wir noch, was in dem Bild berechnen drin steckt. Das ist eine ganz einfache Schleife. Wir gehen über alle Pixel drüber und summieren die Farbwerte, teilen durch die Anzahl der Farbwerte, setzen den Farbwert, gehen wieder zurück zu unserer Entscheidung, schauen,
haben wir denn alle Pixel schon berechnet? Dann sind wir fertig. Wenn wir nicht alle berechnet haben, dann müssen wir halt weitermachen. Das war alles. Das ist das, was in dem berechneten Zustand drin ist. Wenn Sie das in das Hauptdiagramm reingezeichnet haben, dreimal oder zweimal, je nachdem, wie Sie es gebaut haben, auch völlig okay. Ist dann halt ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger, aber ist auch vollkommen richtig. Bitte auf eine Sache achten. Das, was in der Beschreibung steht, ist eine Do-While-Schleife. Also wir sagen erst Farbwerte summieren und dann durch Anzahl teilen und dann setze Farbwert und wenn noch nicht alle Pixel berechnet sind. Das klingt eigentlich nach einer Do-While-Schleife. Das heißt, man müsste eigentlich jetzt die Raute nach unten setzen. Das macht aber einfach inhaltlich keinen Sinn. Also wenn ich da mit einem Bild ankomme, was 0 Pixel hat und was ja durchaus passieren kann, dann habe ich irgendwie einen undefinierten Zustand oder eine undefinierte Aktion, weil ich kann ja dann keine Farbwerte summieren. Das heißt, so ist die richtige Variante. Wir müssen erst überprüfen, ob es denn überhaupt noch Pixel zu berechnen gibt und dann erst in die Aktion reingehen. Okay, gut. Dann sind wir an der Stelle auch fertig mit dem Aktivitätsdiagramm. Gibt es da noch Fragen dazu? Wunderbar. Dann, was war die nächste Aufgabe? Dann darf ich jetzt auch ein bisschen reden. Ja, gerne, gerne. Wir kommen zur Aufgabe 5, dem Zustandsdiagramm. Da hatten wir Ihnen ein relativ großes Zustandsdiagramm gegeben, mit zwei verschiedenen Eingaben, die Sie einmal durchspielen sollten und uns angeben sollten, welche Zustände denn dort durchlaufen wurden und dieses dann im dritten Schritt in einen äquivalenten, nicht parallelen Automaten umbauen. Wichtig an der Stelle, nur nicht parallel. Sie durften die Hierarchie erhalten. Diejenigen, die das nicht gemacht haben, dann wird das ganze Diagramm ziemlich groß, glaube ich. Wir haben jetzt hier die Variante nur für mit Hierarchie. Wir schauen uns aber erstmal Aufgabe A und B an. Aufgabe A war diese Eingabe hier. Sehr hübsch, ganz viele A's und Y's und K's und so weiter. Schauen wir doch mal, welche Zustände wir denn da jetzt durchlaufen. Naja, wir starten erstmal direkt in Zustand A und haben dann den ersten Übergang mit dem kleinen A in den Zustand B. Wenn wir dort jetzt wieder ein H als Eingabe erhalten, landen wir wieder in Zustand A hier draußen. Wiederum als A mit einem A in Eingabe sind wir wieder in B. Mit dem nächsten A landen wir dann in dem ersten parallelen Zustand, nämlich in D Kreuz G, in dem Fall. Und können dann mit einem A wechseln in E Kreuz J. Wenn wir jetzt ein Y bekommen, landen wir wieder zurück E Kreuz G. Und mit dem A wieder zurück, sehr spannend. Genau. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt wieder ein A bekommen? Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite mit dem A-Übergang ein Wechsel in F. Mit dem anderen A bleiben wir aber in J. Das heißt, wir haben als nächsten Zustand F Kreuz J. Genau. Und bekommen jetzt ein K als Eingabe. Das heißt, wir landen wieder draußen außerhalb dieses inneren X-Kreuz-W-Zustandes wieder in dem B. Und gehen mit G runter in den C-Zustand. Vielleicht ist Ihnen gerade schon aufgefallen, dass wir, das wird Ihnen jetzt gleich auffallen, wenn wir jetzt mit dem K rausgehen. Oder ich frage es anders. Was bedeutet dieses H hier unten? Kann mir das jemand erklären? Oder was passiert, wenn ich jetzt gleich mit dem A wieder da reingehe in den Zustand? Genau, Ihr Kommiliton hat gesagt, der Automat hat sich gemerkt, in welchem Zustand er vorher war. Zumindest für diesen Fall hier. Das H bezieht sich nämlich auf diesen Zustand Y. Das heißt, wir wissen, wir waren gerade eben im Zustand C und landen jetzt mit dem A wieder in dem Zustand C, weil wir diese Historie haben. Wichtig in diesem Fall, dieses H ist keine tiefe Historie. Das heißt, sie bezieht sich wirklich nur auf diesen Y-Zustand, nicht auf die innenliegenden X-Kreuz-W-Zustände. Das ist dann mit einem Stern, glaube ich, noch an dem H dran gekennzeichnet, wenn man eine tiefe Historie hat. Genau. Machen wir das noch kurz hier zu Ende, das erste Beispiel. Wir gehen mit dem... Was macht die tiefe Historie? Habe ich doch gerade erklärt. Hast du? Ja. Okay. Dass dann auch X Kreuz W, also die internen Zustände, auch sich gemerkt werden. Ah, okay. Wenn du zugehört hättest? Ja, wäre besser gewesen. Genau, also mit dem A landen wir jetzt wieder in X Kreuz W und wie gesagt nicht in E Kreuz J, wie es gewesen wäre, wenn wir eine tiefe Historie gehabt hätten. Sondern halt wieder in dem Startzustand, weil wir uns eben nicht gemerkt haben, in welchem Zustand wir vorher in X-Kreuz-W waren. Und haben jetzt noch wieder zwei Ks, bei denen wir einfach wieder raus aus dem Ganzen gehen.
Man muss sich so ein bisschen zwischendurch mal, es hilft tatsächlich, diese Zustandsübergänge aufzuschreiben, sonst kommt man recht leicht durcheinander und weiß nicht mehr genau, in welchem Zustand man wo war. Aber wenn man das macht, ist es, glaube ich, relativ einfach nachzuvollziehen. Hat jemand hier zu fragen? Der A. Die Frage war, ob man, wenn man jetzt in B Kreuz G ist und ein H aufruft, das war die Frage, oder? Ob man dann wieder in A landet. Ja, schon, weil es ja eine Hierarchie ist. Das heißt, man kann aus diesem inneren X-Kreuz-W-Zustand, der ein Teil, also der ist ja genauso wie dieses C hier, das ist ja eigentlich ein interner Zustand von dem Y-Zustand. Das heißt, man muss diesen Kasten hier eigentlich auffassen, als wäre da jetzt, ständ da jetzt X-Kreuz-W einfach und das Interne erstmal rauslassen. Das heißt, wenn man dann ein H bekommt, dann fällt es sich genauso, als würde man in C sein und raus, mit H rausgehen. Also ja. Genau. Gut, dann machen wir jetzt noch schnell die B. Ich glaube, wir haben jetzt alle etwa verstanden, wie das funktioniert. Mit A geht es wieder in den B-Zustand, mit G runter in C, mit A wieder in D Kreuz G. Wir gehen wieder runter in E Kreuz J und wieder in F Kreuz J und mit dem G in E Kreuz J. Dann führen wir Y aus, sind wieder in D Kreuz G und wieder mit A in E Kreuz J. Nicht so richtig spannend. Und wieder in F Kreuz J und mit dem K raus in B. Das ist dann auch schon Aufgabe B gewesen. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann schauen wir uns mal noch schnell die Aufgabe C an. Also das ist einfach nur nochmal für Ihren Ausdruck später. Ich habe noch eine Frage. Was denn? Ja, sorry, wenn ich nerve. Was ist denn, wenn ich in F Kreuz J bin und ein Z aufrufe? F Kreuz J und ein Ja. Z. Vielleicht willst du das an die Studenten Ach so, vielleicht stellen. möchte ich das weiterreichen. Ah ja, okay. Dann fragen wir noch mal ins Also die Frage Auditorium. war, wir sind in, Moment, in F Kreuz J. Genau, Richtig? F Kreuz J, das wollte ich wissen. Oh, und jetzt habe ich als Eingabe ein Z. Jemand eine Meinung? Oder weiß es jemand? Das wäre noch besser. Da scheint es jemand zu wissen. Ihr Kommilitone sagt, das wäre dann D Kreuz J. Wer ist der Meinung, dass Ihr Kommilitone damit recht hat? Hey, haben doch alle zugehört. Ein paar mehr als die Hälfte. Der Rest ist der Meinung, dass er Unrecht hat. Was ist denn die Alternative? Was passiert sonst? Man könnte auch in einem Fehlerzustand landen, wäre die Alternative. Da bräuchten wir aber einen, oder? Also dann, wenn wir. Was, wenn einer gegeben. Genau, also ihr Kommilitone sagt, man könnte ja auch einen Fehlerzustand vorgeben, dann könnte man auch da drin landen in dem Fall. Standardmäßig ist aber tatsächlich so, dass das dann Genau. ohne Also ignoriert wird, die Eingabe. diese Zustandsdiagramme basieren auf den Harrell Diagrams oder State Charts eigentlich von David Harrell, ein bekannter Mann in der Software Engineering Community. Und seiner Variante und auch in der Variante, die dann quasi in den UML-Standard eingeflossen ist, ist der Standardfall in dem Fall, dass man tatsächlich in D Kreuz J landen würde. Genau. Gut. Dann schauen wir uns jetzt mal noch gerade das Umwandeln an. Das heißt, wir wollen eigentlich diesen parallelen Teil hier in einen nicht parallelen umwandeln. Wir brauchten, wie gesagt, nicht die Hierarchie auflösen komplett, sondern wir müssen uns tatsächlich nur mit diesem inneren parallelen Teil beschäftigen. Das heißt, schauen wir uns das doch mal an. Naja, wir haben jetzt hier fünf Zustände. Gut. Wir müssen aber jetzt ja alle Kombinationen von diesen Zuständen irgendwie abdecken. Das heißt, wir haben diese D Kreuz E, E Kreuz G, F Kreuz J Zustände. Aber wir haben tatsächlich nur einen Zustand mehr, als wir vorher hatten in der Variante. Weil wir jetzt halt, haben wir jetzt halt sechs Zustände. Wir haben aber ein paar mehr Übergänge. Vor allen Dingen sind jetzt halt auch genau diese Fälle, der Kommilitone gerade angesprochen hatte, mit, oder die Sebastian gerade angesprochen hatte, mit den Übergängen, die halt nur für einen Teil definiert sind, nochmal konkret modelliert. Weil man jetzt halt angeben muss, wo diese hingehen an diesen Stellen. Das jetzt im Detail durchzugehen, haben wir, glaube ich, nicht mehr die Zeit, weil wir haben noch zwei Aufgaben. Können Sie sich dann nochmal anschauen? Noch eine Frage? Welche genau weglassen?
Die Schlingen, also jetzt im Fall das A, das G oder das andere G hier, könnte man in diesem Fall auch weglassen. Wir haben sie jetzt modelliert, um explizit zu sagen, die sind da, damit es eindeutiger wird beim Lesen der Stelle. Genau. Gut. Sonst Fragen hierzu? Zu diesem inneren Teil? Gut. Jetzt haben wir diesen inneren Teil. Naja, aber da ja die Hierarchie erhalten bleiben kann, müssen wir die ganzen anderen Kanten, die hier rausgehen, eigentlich gar nicht weiter betrachten, weil das Verhalten ist immer noch genauso wie vorher. Das heißt, wir können einfach diesen inneren Teil wieder in diese Hierarchieebene packen und das Ganze so belassen, wie es vorher war. Das spart ein bisschen Arbeit, als das Ganze auszurollen. Genau. Gut, das war es auch schon zur Aufgabe 5. Noch Fragen hierzu? Okay, haben wir sie schon erschlagen? Das ist gut. Das ist super. Dann machen wir jetzt weiter mit Aufgabe 6. Was haben wir denn da gemacht? Na gut, jetzt haben wir uns noch einen dritten Typ von Sequenzdiagramm angeschaut in dieser Aufgabe. Wir hatten jetzt schon die Aktivitätsdiagramme und auch die Zustandsdiagramme. Das Sequenzdiagramm ist wie das Aktivitätsdiagramm auch ein Interaktionsdiagramm, in dem modelliert wird, wie Interaktionen von Objekten oder Aufrufe oder sonstiges dargestellt werden. Wir haben das diesmal uns dafür entschieden, mal an einem konkreten Implementierungsbeispiel zu machen. Normalerweise macht man aber auch die Sequenzdiagramme eigentlich auf der Entwurfsebene und hat keine konkrete Implementierung gegeben. Aber so konnten wir Ihnen halt leichter vorgeben, was Sie jetzt genau modellieren sollten. Das heißt, wir hatten den Quellcode von dem Watermark-Filter gegeben, den wir noch ein bisschen vereinfacht haben. Wohlgemerkt, ein bisschen zu sehr vereinfacht, wie vielleicht einige von Ihnen mitbekommen haben. Der Final-Modifizierer hier oben, naja, der ist aus unserer Musterlösung, die Sie auch schon letztes Mal bekommen haben, passt aber nicht mehr mit dieser vereinfachten Variante zusammen, die wir jetzt hier Ihnen gezeigt haben. Das haben wir noch korrigiert, zumindest am Montag, glaube ich. Ist aber, glaube ich, für Ihre Umsetzung des Sequenzdiagramms vollkommen irrelevant gewesen. Genau. Das, was passiert wäre, wenn hier der Final-Modifizierer gestanden hätte, na gut, man hätte hier diesen Aufruf mit Watermark, Zuweisung gar nicht machen können. Was eigentlich in unserer Musterlösung natürlich an der Stelle stand, war hier ein weiteres Buffered-Image, was auch Watermark heißt, was das hier oben verdeckt. Und in dem Fall wird aber das hier oben verwendet. Aber das sind jetzt Implementierungsdetails. Gut. Ich glaube, den Quelltext haben Sie alle gesehen, zumindest diejenigen, die die Aufgabe bearbeitet haben. Schauen wir uns mal gerade noch den unteren Teil an. Da waren diese zwei Schleifen, was auch eigentlich die Schwierigkeit jetzt im Sequenzdiagramm war, diese zu modellieren. Wobei das relativ intuitiv war, glaube ich, wenn man einmal wusste, dass es diese Loop-Kästen gibt, die man dran da reinbauen kann. Gut, schauen wir uns mal die Lösung an. Naja, was sehen wir jetzt hier im ersten Fall? Wir haben erstmal ein paar Objekte gegeben, die im Sequenzdiagramm immer so dargestellt werden, bei Instanzen von Objekten, mit einem Doppelpunkt und der Klasse, die sie angehören. Und vor dem Doppelpunkt steht der Name des Objektes. Wenn es ein anonymes Objekt ist, dann bleibt es vor dem Doppelpunkt leer. Außerdem, da es sich um Objekte handelt und Objekte in UML-Diagramm immer mit unterstrichenem Namen dargestellt werden, müssen auch in diesem Fall diese Objekte unterstrichen werden. Das heißt, wichtig, diese Underline hier unten ist nötig, um darzustellen, dass es sich um ein Objekt handelt. Gut, das heißt, die Apply-Methode wird auf dem Watermark-Filter aufgerufen und was wir als erstes tun im Quelltext ist, wir holen uns die Höhe und Weite von diesem Input-Bild. Das heißt, wir rufen auf dem Input-Bild getWidth und getHeight auf, bekommen die jeweiligen Parameterwerte zurück. Falls Sie jetzt die Notation aus der Vorlesung benutzt haben und hier mit gleich irgendetwas oder den Result-Type da oben angegeben haben, das können Sie natürlich gerne tun. Ich persönlich finde diese Notation klarer und übersichtlicher, nur dass Sie das im Hinterkopf behalten. Also wir akzeptieren sowohl diese wie auch die andere Variante der Modellierung. Genau. Das heißt, was heißen jetzt eigentlich diese grauen Balken? Naja, gut, die grauen Balken sind halt der Ausführungsfokus. Das heißt, wir bleiben beim Ausführungsfokus im Watermark-Filter, gehen zwischendurch, übergeben wir den Ausführungsfokus kurz an das Input-Bild, denn dort wird die Methode aufgerufen.
Weiß jemand, was man noch bei den Pfeilen beachten muss? Kann sich noch jemand daran erinnern, was dort in der Vorlesung gesagt wurde? Ja? Genau. Ihr Kommilitone hat gesagt, ausgemalte Pfeile sind synchrone Aufrufe. Genau, das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn es hier ein synchroner Aufruf ist, muss auch eine Antwort erfolgen. Wenn wir einen asynchronen Aufruf modellieren wollen, machen wir offene Pfeile. Das wäre dann so ein Pfeil, nur an einer durchgezogenen Linie. Dann erwarten wir keine Antwort und der Ausführungsfokus ist direkt wieder bei dem aufrufenden Objekt zurück. Genau. Das ist wichtig für die Modellierung in diesem Fall. Gut, jetzt haben wir die beiden Breite- und Höhewerte schon berechnet und wollen jetzt die Breite für das Watermark berechnen. Das ist ein Aufruf von einer privaten Methode auf dem Watermark-Filter, das heißt ein Selbstaufruf in diesem Fall. Selbstaufrufe werden in dem Sequenzdiagramm immer mit einem überlagernden Ausführungsfokusbalken dargestellt. Das heißt, genauso wie wir das jetzt hier sehen und bekommen diesen Wert zurück. Daraufhin wird eine statische Methode auf den Image-Utils aufgerufen. Wie Sie gesehen haben, Image-Utils ist nicht unterstrichen und hat auch keinen Doppelpunkt oder sonstiges. Das ist genau der Punkt, weil es sich dabei jetzt nicht um ein Objekt handelt, sondern es ist die Klasse Image-Utils. Und der Aufruf ScaleWith ist in diesem Fall auch ein statischer Aufruf. Im Sequenzdiagramm wird dieser unterstrichen, wobei wir das jetzt nicht von Ihnen gefordert haben, dass Sie das machen, weil das nirgendwo stand, zumindest auf unseren Folien. Aber merken Sie sich das für die Zukunft. Also Methodenaufrufe, statische Methodenaufrufe werden im Sequenzdiagramm auch unterstrichen. Aber wichtig ist, dass ImageUtils kein Objekt ist in diesem Fall, weil kein Objekt davon angelegt wurde. Genau. Noch wichtig für die Positionierung übrigens der Objekte hier oben ist, also das heißt, die Positionierung der Objekte in der vertikalen Ebene hat eine Aussage darüber, zu welchem Zeitpunkt diese Objekte existieren. Das heißt, die Objekte, die wir hier oben haben, zumindest mal die drei hier, existieren schon vor der Ausführung dieses Aufrufes Apply. Und diese gestrichelten Linien hier geben den Lebenszeit oder die Lebenszeit dieser Objekte an. Das heißt, sie existieren auch noch, wenn wir hier unten aus dem Diagramm hinauslaufen. Das ist wichtig, um das im Hinterkopf zu behalten. Genau. Jetzt führen wir nochmal getHeight aus, in diesem Fall auf dem jetzt erstellten und skalierten Wassermarkbild und bekommen auch dort wieder jetzt eine Höhe raus. Das heißt, wir haben jetzt WatermarkWidth und WatermarkHeight berechnet und können jetzt das Result-Bild anlegen. Wie ich gerade sagte, die Objekte und die Höhe dieser Objekte hat eine Aussage darüber, zu welchem Zeitpunkt sie existieren. Da wir jetzt erst zu diesem Zeitpunkt dieses Buffered Image anlegen, existiert auch das Result Buffered Image erst auf dieser Höhe, erst zu dem Zeitpunkt, wo es aufgerufen wird oder wo es erstellt wird. Dieses Erstellen geht immer mit zum Create und man kann in diesem Fall auch noch den Konstruktor angeben, der da aufgerufen wurde. Das passte jetzt aus platztechnischen Gründen nicht mehr daneben und wäre optisch auch nicht so schön gewesen. Deswegen diese hübsche Einblendung. Genau, und das ist auch schon alles, was jetzt auf dem ersten Teil dieses Diagrammes zu tun war. Jetzt noch der zweite Teil, der Teil mit den eigentlichen Schleifen. Genau, wir brauchen also im ersten, wenn man sich den Quelltext nochmal anschaut, eine Schleife, eine While-Schleife, die über die Breite der Bilder iteriert und eine, die über die Höhe iteriert. Das heißt, wir haben diese Loop-Annotation, die auch in diesem Fall wieder eine Guard-Annotation hat, wie wir sie eben auch schon im Aktivitätsdiagramm gesehen haben, die angibt, wir iterieren so lange, bis diese Weite halt oder bis die Weite halt nicht mehr kleiner ist als Image-Width. Wie gesagt, wir brauchen auch noch eine zweite Schleife, in diesem Fall für die Höhe. Selbes Spiel wie bei der vorherigen. Und jetzt kommen die eigentlichen Aufrufe, die in diesen beiden Schleifen passieren. Zunächst einmal der Selbstaufruf Merge Images, der quasi dieses Zusammenführen der Bilder anstellt und dann die beiden Funktionen, die die neuen Laufvariablen bestimmen, also die nächste Iteration eigentlich überhaupt festlegen. Das ist diese Calculate Next Pixel Methode, die
die auch eine private Methode des Watermark-Filters ist und dementsprechend auch ein Selbstaufruf. Einmal für die Höhe und für die äußere Schleife, auch für die Weite. Genau. Und damit haben wir auch schon die ganzen Schleifen modelliert. Was dann danach noch zu tun war, es war noch ein Aufruf auf dem Result-Bild mit Flush und das Return, was das Ganze zurückgibt. Das war dann auch schon das Sequenzdiagramm. Gibt es dazu Fragen? Also die Frage war, ob man bei einem Selbstaufruf auch immer diese Pfeile zurückmachen muss. Also diese Rückpfeile sind optional, muss man nicht verdeutlichen, halt in diesem Fall, wann man zurückkehrt. Wenn man vor allen Dingen auch noch etwas zurückgeben will, ist es einfach einleuchtender in dem Fall, außer man macht es natürlich mit diesem Gleich hier oben, was halt zurückgegeben wird, dann braucht man es gar nicht. Ich bin eher ein Freund davon, das so zu modellieren, ist aber wie gesagt optional. Man braucht keine Rückgabepfeile. Genau, weil ja eigentlich diese Balken schon bestimmen, wann der Ausführungsfokus zurückkehrt im anderen Objekt. Man liest das Ganze ja von oben nach unten. Man hat halt damit immer einen zeitlichen Ablauf, welche Aufrufe zu welcher Zeit und in welcher Reihenfolge geschehen. Sonstige Fragen? Ja? Noch einmal? Die Frage war, wie das mit lokalen Attributen ist, wie die modelliert werden in dem Fall. Genau. Das Problem ist, dass es sich ja in dem Fall um Integer handelt und keine Objekte. Das ist ein bisschen schwierig, das im Sequenzdiagramm darzustellen. Im Endeffekt, wie gesagt, sind Sequenzdiagramme für Entwurfsabläufe, diese darzustellen, und man muss sie in diesem Fall nicht modellieren. Wäre das jetzt natürlich ein Integer-Objekt gewesen, hätte man das modellieren müssen an der Stelle. Ja. Genau. So, ich glaube, wir müssen mal gerade noch mit der letzten Aufgabe weitermachen, sonst wird das zeitlich nichts mehr. Genau. Noch ganz schnell die Bonusaufgabe, testen mit Nachahmungen, die eigentlich auch Substitutionsprinzip hinaus wollte. Wer hat sie bearbeitet überhaupt? Ja, sehr schön. Mal drüber nachdenken, was denn Substitutionsprinzip überhaupt heißt, bedeutet. Im Wesentlichen sagt das ja, wenn ich eine Unterklasse erzeuge von einer Oberklasse, dann möchte ich diese Unterklasse auch immer genauso einsetzen können wie die Oberklasse. Und jetzt war die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so einen Mock baue? In unserem konkreten Fall war das, wir geben immer null zurück für einen Filter. Ist das okay? Entspricht das dem Substitutionsprinzip? Und jetzt die Frage, was widerspricht denn da dem Substitutionsprinzip? Das war ja in der Aufgabe relativ klar schon gesagt, dass das irgendwie widerspricht. Wir wollten bloß noch wissen, warum. Wer hat jetzt die perfekte Antwort für mich? 3, 2, 1, keiner möchte. Doch, da oben möchte jemand. Dann nehme ich sie noch kurz dran. Ja. Genau, also, eine der Folgerungen aus dem Substitutionsprinzip, und darauf will ihr Kommilitone hinaus, ist, man darf die Nachbedingungen einer Methode nicht schwächen. Und wenn wir jetzt statt einem Buffered Image plötzlich null zurückgeben, dann tun wir genau das. Und deshalb widerspricht genau das dem Substitutionsprinzip. Wir schauen uns das mal kurz an, was das bedeutet. Das wäre so eine mögliche Implementierung. Wir sagen einfach, okay, apply macht immer return null. Schauen mal, Rückgabetypen. Eingabetypen verletzen Substitutionsprinzip nicht, denn die sind invariant. Sie erinnern sich, bei Eingabetypen war Kontravariant, bei Rückgabetypen Kovarianz gefordert. Das erfüllen wir also auf alle Fälle mit unserer Invariant. Das heißt, da haben wir kein Problem. Also alles supi. Natürlich nicht, sonst wäre es zu einfach gewesen. Denn wir müssen uns mal überlegen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir diesen Null-Filter benutzen. Denn das ist ja jetzt eigentlich die dritte Bedingung für das Substitutionsprinzip, um das zu erfüllen, dass die Benutzung genauso erhalten bleibt. Wenn ich jetzt also, und das ist die Implementierung aus Blatt 2, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, diesen Null-Filter benutze statt so einem Watermark-Filter, was ich ja tun kann, weil das ist ja eine Unterklasse davon, dann kann ich den eben nicht mehr genauso benutzen, denn hier kommt ein Null zurück, und wenn ich dann mich darauf verlassen habe, dass ich hier ein Buffered Image in der Hand habe, dann ist das irgendwie blöd, weil dann habe ich offensichtlich Null-Pointer, sobald ich wieder irgendwas auf dem Bild mache. Das heißt, wir haben hier ein geändertes Verhalten. Wir können die Unterklasse nicht mehr überall dort einsetzen, wo zuvor die Oberklasse stand. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den der Kommilitone angesprochen hat. Wir haben gesagt, ursprünglich in der Schnittstelle zum Filter, dass da immer ein Buffered Image zurückkommt. Das heißt, das war unsere Nachbedingung. Und jetzt verletzt im Grunde unser Null-Filter genau diese Bedingung, gibt eben Null zurück.
brecht damit die Nachbedingungen und verletzt damit das Substitutionsprinzip. Das war die ganze Aufgabe. Wenn Sie das irgendwie in Worte gefasst haben oder an einem Beispiel erklärt haben oder sonst irgendwie geschafft haben, deutlich zu machen, so dass es Ihr Tutor versteht, dann werden Sie sicher die 2 Bonuspunkte bekommen haben. Das war's für heute mit der Übung. Wenn du nicht Warte mal, ich habe noch eine Frage. Einen Moment noch. Stopp. Herr Heyer hat noch eine Frage. Was bedeutet das denn jetzt fürs Testen und fürs Mocking? Beim Was Testen? Bedeutet das fürs Testen? Ach ja, genau. Wir haben eine schöne Moralfolie noch. Testen mit Mocks ist total super. Machen Sie das, weil häufig kommen Sie ansonsten nicht weiter. Aber bitte aufpassen. Also die Klassen, die Sie da bauen, diese Mocks, nicht einfach so weiterverwenden. So wie das in unserem Szenario war. Da wollte ja die Testabteilung das einfach mit ins Modul einbauen. Das ist eine blöde Idee. Werfen Sie sowas weg, benutzen Sie es nur für Testen. Wunderbar, das war's. Damit sind wir am Ende.